Outside. 2:0, 2:0, 2:0. Sag echt dir, mein Lieber. Guten Mann. Hallo. Wir werden Meister, sag echt dir. Wer wird Meister? Ja, wer wird wohl bitte Meister? Wenn ich reinkomme und sage 2:0, oh, hast du eine Krone für meine Sammlung, ne? Hab ich für dich, ja. Prost. So. HSV wird Meister, meinst du? Aber das wärmt auch von innen so ein schönes Bier, muss ich sagen, ne? Ist das warm? Aber das war nämlich kalt heute, war nämlich so lange, wo ich draußen war, ne? Dann ist spazieren gegangen, oder was? Oh, ne, ich war auf Flohmarkt auf, ne? Hier sind wir aber bald. Was ist das? Hier weiß ich, was, mein Ingo? Na, hier, was hier jetzt, hier, muss ich sagen. Hier. Wir sind noch bei den Champignons-League, ne? Kommen wir rein wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, ne? Ja, HSV. HSV jetzt, ne? Aha. Weil wir zu den Besten gehören jetzt, ne? Aha. Ne? Zu den Besten jetzt, ne? Hier sind wir mit den Besten, ne? Jetzt die Besten. Die Besten? Das ist die Besten jetzt, ne? Die Besten, ja, ja. Die Besten, ne? Hast du gesehen bei Kerner? Kerner, nee. Jetzt, vorgestern, glaube ich. Kerner hatten sie doch, die besten deutschen Musiker hatten sie doch, ne? Die Besten, weißt du, wer der beste deutsche Musiker geworden ist aller Zeiten, von der Wahl her und so weiter, hat Kerner gesagt. Von allen, die es gibt? Die besten deutschen Musiker jetzt. Wie, was meinst du jetzt, der Beste oder der am meisten Platten verkauft hat? Nee, der Beste. Einfach der beste Musiker, so alles so. Grünemeier. Grünemeier? Grünemeier ist der beste deutsche Musiker von Mozart aus Österreich. Ne? Mozart ist doch gar nicht ein Deutscher. Ja, sag ich ja, Mozart aus Österreich. Aber bei Kerner geht das irgendwie. Da ist er trotzdem bester deutscher Musiker geworden. Den haben Sie mit dabei gehabt? Aber das war gleich mit dabei jetzt. Das ist aber ein bisschen geschummelt eigentlich, ne? Weiß ich doch auch nicht. Hier so mal, aber hast du das mitgekriegt? Heino ist pleite, ne? Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Das ist bitter, ne? Mal. Heino ist pleite. Das geht ja gar nicht. Ne? Das geht nicht. Und dann die Leute kriegen irgendwie ihr Geld nicht zurück. Ja, und aber sowas, er hatte ja eine Prostata-Entzündung gehabt oder sowas. Und das hat er verschwiegen bei der Versicherung, dass er krank war. Und nun genau. Musste er was absorgen. Und da hat die Versicherung gesagt, sie zahlen den Leuten der Eintrittskohle nicht zurück. Und dann hat der Manager dann irgendwelche Zettel da ausgestellt oder aufgeschrieben, du kriegst Geld und so. Und dann wurde aber gar kein Geld bei, das waren nur Zettel. Aber da kannst du mal sehen, da ist der Beschiss lauert an jeder Ecke. Ja, du kannst Heino doch nichts für. Heino ist doch der Leidtragende in dieser Angelegenheit. Ja, das mag ja sein, aber hier irgendeiner wird sich doch schon das Geld einstecken, da kannst du mal sicher sein. Ne? Ja, und da ist ja sowieso keiner hingekommen zu dem Konzert. Wahrscheinlich steckt sich doch gar keiner Geld an. Ne? Wieso meinst du, da geht keiner hin, oder was? Ich weiß es nicht genau. Hier, also mal, aber weißt du was, er ist ja nicht allein. Seine Kollegen helfen ihm ja jetzt aus der Schlamappel raus. Ach ja? Ne? Wer denn? Hast du nicht gesehen, Montag in der Bild-Zeitung? Nee. Roberto Blanco. Ach, Roberto Blanco? Ja, der hat Lotto gespielt. Der kriegt ja gleich einen Blanco-Scheck, ne, von ihm, ne? Ne? Hä? Ja. Blanco-Scheck? Ja, von Roberto. Roberto jetzt, ne? Ja. Ach, du verstehst das der nicht, der hat Lotto gespielt. Der hat Lotto gespielt. Der hat Lotto, Roberto Blanco, haben sie fotografiert für die Bildzeitung, wie er Lotto gespielt hat. Für ihn extra oder was? Ich nehme das für mal Heino? An. Ich nehme das mal an. Der Roberto Blanco, ne? Er ist schon Kollege. Er ist schon Kollege. Black and White ist das Stichwort. Black and ne? White, ja, genau. Und weißt was jetzt die beiden? Jetzt fahren sie ja nach Tahiti raus, ne? Nach Tahiti Ho und Tahiti He. Wer ne? Beide? Beide jetzt, ne? Heino und Roberto Blanco? Nehme ich jetzt mal an, ne? Was wollen die da? Da besuchen sie Toni Marshall. Ne? Wohnt der da oder was? Auf Tahiti? Er wohnt auf Tahiti Heho. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Er ist Ehrenbürger geworden, stand auch in der Bildzeitung drin. Ne? Von Tahiti Heho. Von Tahiti Heho? Tahiti Heho. Heho. Bora Bora ist das Stichwort. Was ist Tahiti Heho? Was soll das sein? Das kommt in dem Lied drin vor, wo er jetzt Ehrenbürgerschaft im Nachhinein für bekommen hat. Weil Toni Marshall hat noch mal gesungen, Bora Bora in Tahiti Heho. Bora Bora in Tahiti Heho. Ja, sicher. Hat er gesungen. Ja, sicher. Und was soll Heho sein da? Das ist das auch eine Insel? Das oder ist das? Wahrscheinlich doch noch so ein Stadtteil oder so. Ein Stadtteil von Bora Bora in Tahiti Heho. Na? Das gibt's doch gar nicht. Der wohnt da oder was? Der wohnt da wahrscheinlich jetzt. Wenn er die Ehrenbürgerschaft hat, da wird er sich ja schön sich ein Pillepalle auf den Pelz brennen lassen. Das glaube ich ja nicht. Und dann nimmt jetzt Roberto Blanco, wenn das jetzt nicht klappt in Lotto, ne? Dann nimmt er jetzt Heino mit und dann werden die doch wahrscheinlich eine Band gründen oder so, ne? Und dann da auftreten, ne? Eine Boygroup, ne? Die zusammen, ne?
Können Sie doch machen. Ja. Ne? Ne? Da sollen Sie dann aber mal mit auf Tahiti bleiben, wenn Sie das machen, finde ich. Dann können Sie das doch. Meinst du, Sie machen doch im Räumen da ab, richtig, ne? Weiß ich nicht, bei den 10 Einwohnern, die es ja gibt, ist das ja, wird das ja nicht so eine Riesenwelle sein, ne? Wieso denn nicht? Können Sie doch machen, wenn Sie sich was einfallen lassen. Ja, Heino kann ja Gitarre spielen. Der macht schon mal Gitarre. Ne? Ja. So. Und hier Toni Marshall spielt Keyboard. Ne? Mighty Keyboard jetzt. Der spielt Keyboard. Ach ja? Der spielt Keyboard, ne? Okay. So, und hier Roberto Blanco, der kann hier Kongos spielen. Was Kongos kann er? Oder tanzen. Kongos. Kongos? Das sind diese Hörnchen aus Holz mit so einem komischen Dinger oben. Ach, diese Trommeln meinst du, ne? Das ist eine Trommel. Ach so, ja. So, dann brauchen sie nur noch einen Sänger, ne? Wieso, die singen doch alle vielleicht selber? Die sind doch Sänger von Natur aus. Mach mal klein und hobel klar hier. Die sind doch Sänger. Wieso brauchen die da einen? Ja, wenn sie alle Instrumente spielen, dann haben sie doch nicht Zeit für vielleicht. Die können doch singen, wenn du so auf so eine arme Trommel haust, kannst du ja wohl noch ein bisschen singen nebenbei. Wieso arme Trommel? Was Boah, ich meine, das ist doch... Dann können sie schön eine kleine Tournee durch Tahiti hier hoch machen. Ja. Ne? Und den Heino müssen sie wohl aufpassen, weil der ist so ein bisschen Sorge, er ist so ein bisschen weiß. Möchtest du den auch noch haben, ne? Du, sicher. Ne? Hier. Wie viel hast du jetzt eigentlich, sag mal? Bist schon über 100? 91, mit den zwei 93. 93? Ne? Mhm. So, und jetzt hier mal sorgen, Heino, stellen Sie denn im Mountain de Palme unter? Damit er von der Sonnenbestrahlung dann nicht keinen Grip kriegt auf der Haut auf. Ne? Das ist schon eine Pigmentierung, ist das ja auf der Haut auf. Weil er so ein Weißer ist, ne? Es ist ein Weißer. Mhm. Es ist ein reiner Weißer. Jetzt Roberto Blanco macht das nichts aus. Ja, das ist klar. Nee, ich meine, er ist ja noch so. Er trotzt der Sonne von Hause aus. Ne? Hat er nicht auch was mit den Augen eigentlich? Er hat was mit den Augen. Augenfutter hat er. Er hat schon eine Verschalung vor, aus Holz mit Glas drin. Nee, ich meine, das sind doch so dicke, hat irgendwie so dicke Augen oder sowas. Er hat dicke Augen. Oder nicht? Dicke Augenkrankheit hat er. Heino, ne? Heino hat dicke Augenkrankheit, ja sicher. Das weiß ich nun nicht, ob das so heißt, aber... Aber wenn die jetzt eine Band haben, die drei, ne? Nehmen wir denn kein Geld. Roberto Blanco spielt Lotte, hat ja kein Geld. Heino hat kein Geld. Und ich nehme an, Toni Marshall, wenn er da auf der Insel... Ich meine, er braucht ja nicht viel. Sie brauchen keine Kleidung. Sie brauchen keinen Regenschirm. Dass weil die das so keine Kleidung brauchen, das möchte ich mal sehen, bitte. Also, da ist das doch warm auf Tahiti, Hihu. Da brauchen sie doch keinen Wintermantel. Ja, aber du glaubst doch wohl nicht, der Insulaner bedankt sich, wenn die da dann nackig durch die Gegend laufen. Sie können sich ja doch ein Blatt vorbinden. Das ist ja auch noch ein bisschen was in die Erotik hineingespielt. Das ist schon bei einer Boygroup auch gefragt. Das würdest du doch nicht... Das findest du erotisch, wenn die... Ich sowieso nicht. Ja, eben. Das meine ich ja. Ne? Ne? Wie könnten die denn heißen als Band? Ja. Einen guten Namen für die ausdenken jetzt, ne? Vielleicht Black and White and White. Vielleicht, ne? Oder die armen Willis. Die drei armen Willis, das ist eine gute Idee. Die drei armen Willis. Ja, wenn sie kein Geld haben. Das versteht doch keiner auf der Idee. Ja, das müssen sie doch auch nicht. Müssen sie doch auch gar nicht verstehen. Aber vielleicht knacken sie ja den Jackpot. Die drei armen Wenn er mit einem Lotter spielt, wo dann hoher Jackpot jetzt. Vielleicht hat ja Roberto Blanco einen Jackpot geknackt. Du. Meinst du? Ausgerechnet der. Das wäre natürlich ein Gag, ne? Roberto Blanco gewinnt einen Jackpot. Das ist nicht schlecht. Ist er denn geknackt worden diesmal? Ist er eigentlich? Ich weiß es auch nicht genau. Ich habe ja auch Jackpot angeboten jetzt auf Flohmarkt auf, ne? Was hast du gemacht? Jackpot angeboten. Ne? Flohmarkt ist das Stichwort, mein lieber Mann. Jackpot, wieso Jackpot angeboten? Ich war doch auf Flohmarkt auf. Ich hab doch alte Sachen auf Flohmarkt verbracht, die aber alle noch gut waren. Geschirr. Mhm. Das Geschirr von Kager war als erstes weg. Hast du was verkauft, oder was? Jo, das Geschirr von... Moment mal, das Geschirr von Kager? Wieso verkaufst du denn das Geschirr von Kager, bitte? Das braucht er doch nicht mehr. Im Keller stand das rum. In seinem Schrank drin. Ditsche. Da war so ein Teller drum hinten mit den Löchern, dass man das an die Wand hängen kann, mit so Vögel drauf geklebt. Hast du das schon mal gehört, dass du bei anderen Leuten nicht irgendwas einfach irgendwo... Das steht da ewig im Kellerraum. Da kann er mir dankbar sein, wenn ich ihn das waren 20 Teller mit so Muster auf. Von Kardinal Meissner oder so. Nee, das glaube ich nicht, ne? Was denn? Du hast überhaupt keinen Schimmer. Am Ende ist das noch teures Porzellan, was er nur für Weihnachten rausholt oder so. Du bist doch... Du kannst das doch das nicht... Das habe ich aber gut verkauft. 3 Euro für Teller. Das ist doch nicht schlecht.
Da gebe ich Ihnen 1 Euro von Erbe. Ich muss ja Provision haben, weil ich habe das ja noch nie getragen. Hast du ihn gefragt? Hast du ihn gefragt? Ich wollte ihn überraschen, ne? Womit? Dass das weg ist? Dass ich doch was für eingenommen habe. Irgendwann... Was? Irgendwann ist wirklich, glaube ich, mal Schluss bei dir. Doch. Irgendwann ist wirklich... Du landest noch im Knast, wenn du so weitermachst. Ich lande nicht im Knast. Wenn du so weitermachst, ja. Da kann ich mir das Streifen, kann ich denn mich so hinstellen, dann brauchen Sie kein Gitter. Ja, da brauchen Sie nur noch hinten eine Nummer aufkleben und Rest können Sie gleich so lassen. Du meinst wie die Beagle Boys, ne? Kennst du Beagle Boys? Was für Beagle Boys? Panzerknacker, ne? Aus Donald Duck. Die haben auch immer eine Nummer aufgehabt, so wie du mit der 24, ne? 42. Ja, aber ich habe auch Sachen von mir verkauft. Oder gewollt. Ja, das macht das doch auch nicht besser. Ein Jackpot habe ich. Jackpot. Was? Den habe ich noch nicht verkauft. Ein Jackpot. Du hast einen Jackpot verkauft? Ja, ich habe von mir auch ein paar Küchenwaren noch mit hinzugefügt, damit das ein Ensemble ein bisschen zusammenpasst. Aber mein Topf ist nicht weggegangen. Ach. Kannst du mir mal gucken? Ich hab das noch mal. Ich hab das schon noch dabei. Ich war ja mit Giovanni, war ich ja dabei. Mit Giovanni. Das ist mein Top. Oh, nee. Ne? Was? Der ist doch noch gut. Der, sag mal, die ranzige Öcke. Was? Sag mal, das ist doch ein guter Topf noch. Was hast du denn da, reinge... Da habe ich mal irgendwann Schuhcreme aufgelöst. Schuhcreme aufgelöst, in Topf. Und jetzt willst du die noch verkaufen? Da wollte ich Schokomännchen draus machen. Als was soll man die denn, als Nachttopf oder was? Das bleibt doch jeden unbenommen, der hat auch noch gute Plastik. Und was sollen die Zettel da drin? Das ist ein Jackpot, das ist eine, kannst du ja, zieh mal eine. Ich hab, das sind Preise drin, ne, verschiedene. Und da können die Leute, habe ich gesagt, sie können sich bitte einen Zettel ziehen und für den Zettel mal sorgen, da steht ein Preis auf und für den können sie den Topf kaufen. Das ist doch ein guter Jack, weil das ist ein Pott. Pott, Jackpott. Verstehst du? Ja, du bist ein Jack. Nimm mal bitte ein und mal sehen, ob du das dafür kaufen willst. Das ist doch wohl lächerlich. Die Leute. Und dann steht da 100 Euro drauf oder was. Und dann sagst auch, du. Dann, auch. Es muss ja auch ein bisschen teurer sein. Man muss ja auch nicht immer Glück haben. Ach, und dann soll der das zieht, der soll dann dir für 100 Euro soll der dann dir den Topf abkaufen, ne? Oder was? Okay. So hast du dir das gedacht? Ja, sehr. Da kriegt er die Zettel noch mehr. Nimm mal, vielleicht hast du ja Glück. Super. Mein Ingo. Ich greif mal rein. Oh, 10 Euro. Guck mal, da bin ich noch gut bei weggekommen, ne? Wie hast du das denn gemacht? Da ist doch überhaupt nur einer für 10 Euro drin, ne? Die anderen sind nur alle 50er und 100er. Da hast du vorher geguckt, mein Ingo. Du hast geguckt, du hast mich hinter das Licht geführt. Da ist ja, 10 Euro. Da ist ja auch noch Ei drin, ne? Wieso ist das denn nur noch drin? Ach ja, ich hab ja danach... Was ist nicht... da drin? Ja, stimmt, hab ich vergessen. Ne? Geht's doch mal, kannst du ich das mal wegnehmen, bitte? Danach noch mit Ei, mit Ei noch gemacht, als noch. Das mit der Schuhcreme fertig war. Weil die Schuhcreme war ja nur oben. Unten hatte ich das sauber gemacht. Und dann habe ich noch ein der Ei. Ist auch von unten ist er total ver. Ich hab den vergessen, von Herd wegzunehmen. Das ist so egal. Da musst du noch Geld für bezahlen, wenn die Leute den abnehmen. So sieht das aus. Willst du nicht haben, oder was? Ich lass dir einen Preis nach. Du lässt mir einen Preis nach, oder? Oh, du bist ein Spinner, du bist es. Ich hab noch was anderes. Warte mal. Hier so eine Reibe. Möchtest du eine Reibe haben? Nee. Da hab ich Paniermehl mitgemacht damals. Weißt du, für hier Kerker sein Tank, für die ökologische... Wie heißt denn das mit den Dinger da in Benzin drin, mit der Weize, was ich letztes Mal gesagt habe? Da habe ich doch aus Brot Paniermehl gemacht. Was? Bio heißt das. Ja? Moin Moin. Habe die Ehre, hallo. Mahlzeit. Ne? Abend. Na, Abend. Blödes Problem. Und zwar, ja. Wir sitzen bei mir zu Hause, spielen Karten und ich wollte ein bisschen was zu essen noch besorgen. Bei mir hat es nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das gedacht habe. Nee. Ich bräuchte 20 Currywürste. Wäre ich aber sehr vorsichtig hier mit... Warte mal. Der Herr möchte gern was bestellen. Also 20 Currywürste, wenn es geht, halb und halb. Ein bisschen Currysoße und Pommes. Und wenn es geht, das Ganze etwas ungewöhnlich. Ich würde es gerne selber zu Hause fertig machen. Halb und halb? Wieso denn halb und halb? Rohware quasi. Halb und halb? Wieso denn halb und halb? Moment. Was denn? Also roh, ne? Oder wie? Bitte? Entschuldigung. Ja, nee, roh. Also rohe Pommes. Das würde ich überhaupt gar nicht kaufen. Da ist Brom drin bei einem. Du bist mal ruhig jetzt. Warum denn? Ich hab hier, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel mal Pause kurz, ne? So, pass mal auf. Bist du denn so streng, mein Ingo? Ich kann jetzt hier Ihnen so einen Sack
Perfekt, genau das. Zum Beispiel? Genau, richtig, dann sind sie schon. Das ist die Isolierung ist, das ist so gar nicht. Die Isolierung ist so gar nicht richtig. Du hältst mal kurz die Luft an, Freund. Und dann halb und halb so ein paar Geräucherte und ein paar einfach simpel mit Curry. Ja, das habe ich schon mal angemacht. Warum ist der denn so streng? Was ist denn das? Wieso denn? Wer ist denn das überhaupt? Ich habe den noch nie gesehen. Also sag mal, lebst du hinterm Mond? Wieso denn? Frag mal deine Frau Karger, die weiß bestimmt, wer das ist. Ist das ein besonderes? Hast du noch nie was von Tim Melzer gehört? Ein ganz berühmter Fernsehkoch. Kannst du immer auf dem Sender Fox sehen. Fox? Ja. Ist der berühmt oder? Der ist ganz berühmt und ein super Koch. Ist das ein Koch-Titan oder? Tim Melzer, ein Koch-Titan. 10 und 20. Ganz berühmter Fernsehkoch. Ja, da staunst du, was? Du kennst eben doch nicht alles. Deswegen war Ingo auch so streng jetzt. Ne? Ja, natürlich, der kennt ihn doch bestimmt auch. Ne? Das ist ein berühmter Gast. Nee, da kannst du nicht mal dazwischen quatschen. Ja, prima. Die ist auch randvoll gerade. Die ist frisch. Was kriegst du dafür? Ja. Mach einen guten Preis, weil ich habe ja die ganze Arbeit damit. Ja. Ja. Ja, Gott, sowas verkaufe ich ja normalerweise jetzt so in der Form nicht. Was ist normal, oh, schenk ihn das doch. Das ist doch ein berühmter Mars. Das ist doch ein berühmter, ist das, ne? 30 Euro, ich sag mal, 30 Euro. Das ist doch schön, dass Sie mal hier in meinen Laden kommen, ne? Ich finde das so prima, ne? Kann ich noch ein Autogramm kriegen? Dass er mal in meinen Laden kommt, ne? Ja, in deinen Laden. Ne? Für dich oder für deine Mutter? Ne? Nee, für mich? Ja? Normalerweise werde ich immer nur ein Autogramm für die Mutters gefragt. Kleinen Moment, ich brauche eben noch... Ja, ich habe nichts dabei. Was nehme ich? Ach, hier. Es ist eine feine... Ich habe mich am Anfang ein bisschen verstellt jetzt, ne? Ich meine, es war ja... Vielleicht hier einmal, Moment. Es ist ja, ne? Jetzt Moment. Besorgen, jetzt ist es ja jetzt das, ne? Ne? Mhm. Ne? Einmal für Ingo, das wäre. Für Ingo jetzt, ne? Das wäre super. Ingo ist hier angestellt, ne? Es ist so, im Grunde ist es ja. Ne? Ingo ist hier überhaupt nicht angestellt, mein Freund. Es ist ja sowieso, also ich habe ja auch immer gesagt, irgendwann wird er auch mal kommen hier, Tim Melzer, ne? Oder was? Wie ist er? Wer ist er? Ja. Ne? Wie heißt er? Ja, das ist gut. Tim Melzer. Ne? Ach super, hier. Das ist ja toll. Das ist ja eine gute Gelegenheit, das ist so praktisch. Vielen Dank, das ist ja super. Ich hab hier auch noch eine Pfanne, ne? Wenn Sie das jetzt vorbereiten, wollen Sie vielleicht die Pfanne kaufen? Pack mal bitte das Zeug weg, ja? Was denn? Das ist eine Weltpfanne. Das ist überhaupt keine Weltpfanne, die packst du jetzt mal wieder weg. Da ist noch original die Fettmembran dran, da ist ja die ganze Information von der Nahrung mit drin. Also das Einzige, was da wirklich richtig ist, dass man sagt, Bratpfanne soll man nicht abwaschen, aber man kann es auch echt übertreiben. Ja, das glaube ich auch. Geht das so? Ja, ja, ich bin sonst, ich hab noch eine Tüte. Ich mach Ihnen die Tür auf. Einmal noch eine Tüte für die Würste. Kommen Sie auch gerne, begehren Sie uns mal wieder. Ne? Ja, das werde ich machen. Das ist ja wunderbar. Aber am besten dann, wenn es ein bisschen ruhiger hier ist. Ja, das glaube ich auch. Mein Ingo, ne? Ja, er ist ein bisschen aufgeregt. Ich wollte dir das nicht verraten. Ich habe ihm ja gesagt, er soll mal vorbeikommen. Ne? Jetzt, ne? Ich würde Ihnen ein Angebot machen, muss sagen. Das können Sie ja schön auch noch, wenn Sie so viele Würste haben. Ich würde mal sagen. Vielen Dank. Hab mich sehr gefreut. Jetzt mal sagen, hier. Viel Glück noch, ne? Dann 5 Euro, ne? Tschüss. 5 Euro oder 3 Euro. Nee, ist gut, danke. Oder Geschenk vielleicht. Nehmen Sie mal Geschenk, die Pfanne. Auf jetzt. Was denn? Du kannst doch nicht dem mit dieser ranzigen Bratpfanne noch hinterherlaufen, sag mal. Weißt du, wer das war? Tim Melzer, ne? Aber du hast wieder keinen Schimmer, ne? Tim Melzer ist das, der aus dem Fernsehen, der Koch. Das gibt's doch nicht, doch. Der kommt hier rein und kauft Würste, doch. Warum denn nicht? Ja, stimmt. Ne? Er hat wahrscheinlich davon gehört, dass, muss sagen, dass ich jetzt auch da bin, ne? Ja. Ne? Ne? Das glaubst doch nur du, doch. Das hänge ich mir hin, doch. Ja, das wird doch sofort übergepellt wieder. Du weißt das doch gar nicht zu würdigen, wenn jetzt mal so einer hier in deinen Laden kommt, ne? Tu immer Butter bei dir. Hier, da hat er Fische, hat er noch gemalt extra. Hat er noch hingemalt. So. Fische, ne? Ja. Hör mal, wo hab ich Tesa? Fische jetzt, ne? Wo hab ich Tesa? Grete. Das so, mal, gibt so das Fische, die Grete heißt. Weißt du, der ist auf, der ist,
Der ist auf Tour. Der kocht vor 5000 Leuten kocht der. Doch nicht so wie du. Da kannst du dir gleich mal Gedanken über machen, warum du nicht vor 5000 Leute kochst. Pass mal auf, du bist mal ganz ruhig. Ne? Du bist hier in der Nahrungskette ganz unten. Ich bin nicht in der Nahrungskette ganz unten. Das ist eine Weltpfanne, ist da. Das will ich dir mal sagen. Da ist eine Fettmembran und eine Wurstmembran mit eingesiegelt. Ja, bei dir ist doch mal drin, eine eingesiegelt da drin. Da wird eine jahrhundertlange Nahrungskette wird da drin die Information, die Nahrung lernt ja. Nahrung trägt über den Fettanteil, trägt sie die Erbinformation von der Nahrung auf das Fett und das perlt in der Fettmembran auf der Pfanne. Deswegen darf man die nämlich auch nicht putzen. Ja. Wenn dann nämlich wieder eine Wurst reingelegt wird, da weiß die Wurst, aha. Weiß die Wurst, die weiß, aha, die Wurst. Sie weiß, aha. Ja. Was ist denn, sie weiß, aha? Sie weiß, wie sie sich bei der Verbratung verhalten soll. Die Wurst jetzt. Die Wurst. Ne? Selber. Ne? Aha. Ne? Hm. So genauso wie bei Prinz Philipp und bei Queen Elisabeth. Die waren ja jetzt 60 Jahre verheiratet. Gib mal klein und Hubel. Die waren doch 60, war doch die Woche. Hast du mitgekriegt? Ja, hab ich mitgekriegt. Ne? Die waren doch jetzt 60 Jahre verheiratet. Da haben sie doch hier mal so eine Diamanthochzeit gemacht, ne? Diamanthochzeit ist das Stichwort. Diamanthochzeit, ich weiß, ja. Und hier mal sagen, hier Prinz Philipp jetzt, ne? Hast keinen Öffner. Wo ist mein Teser, Mensch? Wofür brauchst du denn Teser, um eine Flasche aufzumachen? Nein, ich wollte doch das Autogramm hier hinhängen. Ich hatte doch... Das brauchst du nicht. Dann nimm das mit nach Hause und häng dir das über das Bett, wenn das so was Besonderes ist. Das muss ja wohl hier im Laden sein. Ja, das dauert einen Tag, dann ist das total übergeperlt von deinem hochsteigenden Fett. Du kannst du das, kleb das von selber, leg das doch mal einfach hin und dann hält das von selber. Du bist ein bisschen auf Krawall oder wie, ne? Bin ich überhaupt nicht, aber ich kann doch hier meine Ware versuchen an den Mann zu bringen, wenn jetzt schon mal so ein reicher Mann reinkommt. Das bleibt mir doch unbenommen. Nee, das bleibt dir alle, ich sag hier, wer hier was verkaufen kann und wer nicht. Und der eine, der was verkauft, der steht hier und der andere, der nichts verkauft, der steht da. Ich verkauf was. Was willst du denn? Pfanne. Jackpot. Ja. Titsche, wer soll denn das kaufen? Tim Melzer. Melzer heißt er mit L wie Ludwig. Und welch ist er außerdem auch? Und wenn welch ist er, ne? Und wenn er noch hier wäre, würde er die Pfanne auch bestimmt. Die würde er nicht mal mit einer Zange anfassen. Das würde ich auch nicht machen, weil da hat man keinen Grip mehr, wenn man das mal so. Man hat kein Gefühl mehr zur Wurst, weil man zu hier weit weg ist. Hier so mal, danke. 94. Jetzt pass mal auf, mein Engelmann, ne? Ja. Hier, Queen Elisabeth und hier Prinz Philipp. 60 Jahre ist das Stichwort, ne? Jetzt, ne? Weißt du, wie er sie immer nennt? Queen oder was? Er nennt sie Würstchen. Würstchen? Ja. Woher willst du das denn? Das stand in der Zeitung drin. Prinz Philipp ist doch das Raubein. Und er hatte auch immer so Kommentare auf, wo man sagt, naja, weiß man nicht, ob das jetzt unbedingt so ein Prinz muss sagen. Ne? Er nennt sie Würstchen. Ne? Würstchen ist das Stichwort, ne? Und jetzt ist zum 60. Hochzeitstag besorgen, ne? Jetzt ist es ja wahrscheinlich ist es so, dass er hat hier immer im Südflügel von Buckingham Palast gewohnt und sie im Nordflügel von Buckingham Palast, weil in der Zeitung stand, dass sie jetzt wieder ein gemeinsames Schlafzimmer haben. Sag mal. Wahrscheinlich, weil jetzt keine Gefahr mehr ist in den Alter, ne? Was geht da denn ab, ne? Ne? Man weiß es nicht. Es ist keine Gefahr mehr, geht jetzt mehr von ihnen aus, ne? Könnte sein, ne? Boah. Im Schlafzimmer drin. Ne? Und wenn er sie jetzt Würstchen nennt, ne? Früher war das nämlich wahrscheinlich auch so, dass er erst so dann immer, wenn er ihr einen guten Nachtkuss gegeben hat, ist er wahrscheinlich von Nordflügel zum Südflügel hingeschlurft mit seinen Filzpantoletten, ne? Mhm. Mein Ingo. Und dann hat er aber wahrscheinlich immer verkehrt abgebogen, ist er immer noch da gelaufen, dann ist er gegen eine Mauer gerannt, da mal gegen eine Ritterrüstung, die da aufgebaut ist und so. Und jetzt hat er aus Senf sich jetzt eine Linie gelegt, so eine Spur, bis zu ihrem Schlafzimmer her. Damit er, wenn er vergessen hat, wo der Weg ist und überhaupt vergessen hat, warum er da überhaupt unterwegs ist, dann sieht er den Senf auf dem Boden, ne? Mhm. Dann tritt er da rein, dann nimmt er immer Sorgen, eine Pendulette. Lass die das Freundchen. Ja, nimmt er hoch, ne? Mein Engelmann, nimmt er die Pendulette hoch, ne? Ja. So, und dann hat er da Senf dran, dann riecht der Senf, Würstchen. Dann weiß er, dass er auf der Spur weiter glitschen muss. Und am Ende der Spur ist die Tür immer Sorgen von der Königin drin.
Und dann weiß er wieder den Weg. Und am nächsten Morgen wird die Spur wieder neu gemacht. Wird wieder neu gemacht, dann ja. Am nächsten Tag, ne? Ja. Und am übernächsten Tag wird sie wieder neu gemacht, ne? Können die sich doch leisten. Können die sich leisten. Die haben noch Geld. Ja, ja. So eine Tube Senf, was kostet das? Oh, kostet nicht viel. Kostet nicht viel, ne? Nee, nee. Können sie doch jeden Tag so ein paar Tuben nur ausdrücken. Können sie, ne? Er kann die auch alle nacheinander. Er kann das noch viel besser. Er kann die Tuben alle, legen sie ihn hin. Ja. Und dann läuft er und dann macht das immer. Und dann schiebt er mit dem Drauftreten, schiebt er den Senf du selber die Spur da lang. Macht er, ne? Macht er. Hast du das schon gesehen? Das Raubein. Ja, hast du ja schon gesehen, dass er das macht? Ich nehme das an. Ach, das ist nur eine Annahme von dir. Das ist eine Annahme. Sonst nichts weiter. Ja, wenn er sie Würstchen nennt, würde er wohl auch die Präparation drumherum sich Gedanken machen. Ach, vielleicht mal eine kleine Pappscheibe oder so, dass er sie anfassen kann, wenn er mit ihr im Bett liegt. So ein Greifer, meinst du? Ein Greifer. Aus Pappe. Ne? Hier, aber weißt du was, mein Ingo, jetzt, wenn der jetzt mal so, du kannst doch mal wegen Queen Elisabeth und den Raubern, kannst du doch mal schön jetzt hier eine Hochzeitswoche machen, Hochzeitsessen. Schön. Wenn sie schon würzt, kannst du doch mal eine Currywurst, die nennst du denn Currywurst oder Wurst Elisabeth, kannst du doch mal anbieten. Und dann machst du mal Sorgen für ihn auch irgendwas, mal Sorgen jetzt. Was vielleicht. Wurst Raubein oder was? Hähnchen Philipp vielleicht. Hähnchen Philipp. Er hat schon eine gewisse Ähnlichkeit in einigen Punkten aufzuweisen mit einem halben Hähnchen. Wieso er hat auch zum Beispiel das Schaufensterbein hat er ja auch. Was hat er? Das Schaufensterbein. Was ist das denn? Das ist mir Sorgen eine Bein aus dem Schaufenster, oder das was? Das ist ein Handicap, habe ich mal gehört. Hat Giovanni erzählt. Ach so, er hängt so ein bisschen, ne? Oder wie? Ja, das sagt man, Leute, die irgendwie Schmerzen im Bein haben, die bleiben dann stehen und tun so, als wenn sie ins Schaufenster gucken. Aber in Wahrheit wollen sie ein bisschen eine Entlastung auf das Bein haben. Ja, und das nennt man Schaufensterbein oder den Marionettenfalde. Was für ein Ding? Die Marionettenfalde. Marionettenfalde. Die Falde, wie die Marionetten hier so haben. Das hat er ja auch schon, weil er ist schon ein älterer Herr mit einem Schaufensterbein, Marionettenfalte, das ganze Programm. Was soll das denn sein? Eine Falte von der Marionette, verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber es gibt das. Und wenn das alles zusammen, dann könnte man ihn noch jetzt Hähnchen Philipp nennen. Und Schaufensterbein kommt ja hin, weil du hast das Hähnchen auch im Schaufenster hängen. Ja, aber das Schaufenster hat auch nichts mit Prinz Philipp zu tun. Ja, jetzt. Oder siehst du den da irgendwo draußen? Jetzt steht aber schon. Hallo. Jetzt aber schon. Jetzt hat er es auch, wenn du die Hochzeitswoche machst, machst du die Wurst Elisabeth und das Hähnchen Philipp. Weil er auch die schrumpelige Haut hat wie ein Hähnchen. Das sieht genauso aus wie Prinz Philipp. Schrumpelige Haut, Schaufensterbein, ich lass mich doch gar nicht von abbringen. Wieso schrumpelige Haut? Hähnchen hat doch wohl nicht schrumpelige Haut. Wenn du ein Hähnchen da in deine Grillade reinzimmerst, dann hat er wohl schrumpelige Haut, wenn du die rausnimmst. Nee, die wird braun und knusprig, die Haut. Ja, ist er auch braun und knusprig. Weiß ich nicht, du. Warum denn, ne? Kann er doch machen. Braun. Ja, oh, es ist nur keine Ähnlichkeit, weil der Kopf fehlt. Ein Hähnchen hat keinen Kopf mehr. Weißt du überhaupt, warum ein Hähnchen keinen Kopf mehr hat? Nee, sag mir mal, wieso soll ich das überhaupt machen? Was habe ich davon? Du hast so ein Weltangebot. Da kannst du die Leute mit reinlocken mit einer Sonderaktion. Sonderaktion. Und was ist an der Wurst anders als an der anderen Wurst? Ja, das ist doch sonst auch nicht. Wenn du irgendwas in der Werbung siehst, ist es auch genau das Gleiche und trotzdem ist es anders. Und du meinst, hier kommt einer rein und will eine... Ach, was, ja, warum ich denn über, nicht? Was rede ich überhaupt? Wenn du jetzt weißt, du, warum ein Hähnchen keinen Kopf mehr hat, mein Engel, da gibt es nur einen Grund. Wenn ein Hähnchen, könntest das Hähnchen ja auch mit dem Kopf backen. Könntest du ja machen. Das wird nur nicht gemacht, weil sonst der Deutsche, muss man sagen, das nicht übers Herz bringt, das zu essen, wenn das Hähnchen einen noch so anguckt. Das ist der einzige Grund. Das ist doch Schwachsinn. Der einzige Grund, weil das dann so ein bisschen traurig guckt mit den Augen. Da sagt der du Deutsche. Machst doch das nicht einen Kopf, du lässt doch nicht den Kopf an. Kann man doch aber machen, warum denn nicht? Ja, du kannst ja auch eine Frikadelle ans Bein nageln, das tust du auch nicht. Und so lange drehen, bis in der R2 kommt, das habe ich dir schon mal gesagt. Na? Dann könnte ich dich auch mal im Radio hören. Du machst doch auch manchmal Musik privat, ne? Oder merkst, ne? Ja, sicher. Ja, ne? Rock'n'Roll ist mein Leben. Ja, du siehst so auch aus, mein Krötenmann. Ne? Mit dem Panzer auf dem Rücken, ne? Ja. Mit dem Panzer jetzt, ne? Ja, ja. Und jetzt halt die Klappe. Ich hab Feierabend. Ne? Ein Kröten. Es ist ein Kröten. Der Krötenschlumpf fängt an, ne? Dann macht er Musik. Einfach mal die Klappe halten. Da hat er schon gar nicht so Unrecht. Hat er nicht Unrecht, ne? Nee. Einfach mal, wenn man nichts weiß, aber einfach mal ich rede trotzdem immer weiter. Ja, das ist eben das Schlimme.